Angriff auf eine Burg im Mittelalter. Auf ein scheinbar uneinnehmbares Bollwerk. Ein Symbol der Macht. Doch wie uneinnehmbar war sie wirklich? Wie belagerte und wie verteidigte man eine Burg im Mittelalter? Scharfschützen konnten im Schutz von Mauern und Zinnen auf die Angreifer feuern. Reichte das? Wie wehrhaft waren die Burgen des Mittelalters? Besonders nach dem Aufkommen von Feuerwaffen ab Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Marksburg ist die einzige unzerstörte mittelalterliche Höhenburg am Rhein. Das spricht auf den ersten Blick nicht gerade für die Qualität der anderen Festungsbauten am deutschen Bogenfluss. 39 Meter ragt der Bergfried, der höchste Burgturm, in den Himmel. Doch dabei ging es nicht nur um die Verteidigung. Die Burg hatte verschiedene Funktionen. Sie war Festung, Wohnort und Hof des Ritters. Hier empfing er seinen Herrscher, von dem er das Land rund um die Burg als Lehen bekommen hatte. Dafür schwor er ihm ewige Treue. Die zinnenbewehrten Burgen waren ein für alle sichtbares Zeichen der königlichen Macht. Die wichtigste Fernwaffe war lange Zeit die Armbrust. Mit Hilfe einer Winde kann der Bogen mit sehr hoher Zugkraft gespannt werden. Ein Greifarm hält die Sehne. Der Schütze kann so ohne Kraftaufwand zielen. Die Energie ist in der Armbrust gespeichert. Verschossen werden kurze Bolzen, die den hohen Beschleunigungskräften standhalten. Damit war die Armbrust dem konventionellen Pfeil und Bogen klar überlegen. Wenn der Angreifer an die Burg nicht herankam, musste er sich eine Schwachstelle suchen, zum Beispiel die Wasserversorgung. Die Brunnen mussten durch die Höhenlage extrem tief sein. Nicht selten versuchten die Belagerer, das Wasser abzugraben, also die Quelle im Talgrund trockenzulegen. Damit durchschnitten sie eine Lebensader der Verteidiger. Auch deshalb hatten viele Burgen große Zisternen innerhalb ihrer Mauern. Darin sammelten sie Regenwasser.